gut. Jetzt muss ich mal sehen, weil wir hier dieses neue Programm verwenden. Das seht ihr übrigens hier an dem neuen Design. Patrick hat im Schweiße seines Angesichts ein ganzes Wochenende durchgearbeitet, um das hier alles zu konfigurieren. Diese Bauchbinden und alles und so weiter Jetzt mal mit nicht Testen. übertreiben, ganzes Das war Wochenende. total krass. Das war total krass. Das war irgendwie Samstagnacht oder so. Das Ja, irgendwie, ne? Das, also von daher weiß ich noch gar nicht, ob das jetzt so klappt mit dem Weiterklicken. Ich das probiere klappt mal. So klappt wunderbar. es schon nicht. Ja, also einblenden, ja, super, toll. Jetzt muss ich nur halt irgendwie mal gucken, dass er auch hier weitergeht. Ja, das läuft. Okay, also da ist ein Shit happens. Wir haben hier etwas, was dazu sehr gut passt. Ich werde jetzt ein kleines bisschen Plattform aufbauen, um dann in die Tagespolitik überzugehen. Das passt an einigen Stellen gruseligerweise sehr gut zusammen. Özden hat da vorhin was gesagt, was tatsächlich ganz wichtig ist. Nämlich in dieser ganzen Transformation ist es wichtig, dass wir 2045 bei Null ankommen, aber dass diese Art, dass wir den Turnaround schaffen, also weg vom Steigen, weg von der Stagnation hin wirklich zu einem Abbau der Emissionen, also im Sinne von, dass die Dynamik sich da anders entwickelt, dass wir da möglichst schnell hinkommen. Und das wissen wir auch schon seit vielen Jahren. Und hier gibt es eine tolle Grafik, die das nochmal so verdeutlicht. Und zwar diese hier. Na, also je länger wir warten, diesen Turnaround zu machen, desto steiler muss dann die Reduktion sein. Das bedeutet, die Veränderung, der Veränderungsdruck, der steigt dadurch ab mit jedem Tag, indem wir diese Veränderung weiter verschieben. Und diese Darstellung zeigt halt eben, wie steil das ist und was da eben auch das ein oder andere Jahr schon tatsächlich dann ausmacht. Wenn man das später macht, dann entsteht, ist dieser Berg, unter dem quasi CO2 steht, dann entsprechend größer. Das heißt, nur wenn man bei 45 bei Null steht, hat das ein unterschiedliches Ergebnis, wie dieser Kurvenverlauf ist, weil das eben sagt dann eben, wie viel CO2 bis dahin ausgestoßen worden ist. Und diese ganzen Dinge, die man eben ausgerechnet hat, zu sagen, okay, wir möchten halt die Temperatur begrenzen, bedeutet halt, dass man diesen Reduktionspfad einhält. Und dazu passt dann perfekt das hier, nämlich, dass es eine Nachrichtenlage ist. Tatsächlich, das war ein Screenshot, den wir hier gemacht, weil das irgendwie, oder weil das einfach so perfekt zusammenpasst. Weil wir nämlich einerseits sehen, uch, das müssten wir tun, machen wir es denn? Nein, so, ne, das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon. So, ne, auch die Zusammenhänge übrigens, die wir vorhin auch schon besprochen haben, in der letzten Sendung, in der Glossarsendung und in Episode 1 haben wir viel von dem auch schon besprochen, was wir heute auch schon angerissen haben. Und das passt jetzt, weil wir es hiermit dann reaktualisieren. Nämlich einerseits sind eben Klimaziele für 2030 kaum erreichbar gegenwärtig, es sei denn, man tut was dagegen, gegen die gegenwärtige Politik. Dann dieses Arktis-Abkommen ist gescheitert und dazu passt dann auch, wenn die zivilgesellschaftlich sich wehrt, dann ist dann die Regierung und rügt die. So, ne? Das ist das, was den Status quo gerade beschreibt. Wir wissen relativ präzise, was wir tun müssen, tun es nicht. Und wenn man dagegen dann protestiert, hat man das Problem, auf internationaler Ebene geht auch nichts. So, das ist tatsächlich die Plattform, auf der wir gerade sitzen. Und dazu passt dann auch das hier, schon ein bisschen länger her, aber es geht darum, dass wir uns nochmal vor Augen führen, wer hier miteinander redet. Es gibt gar kein Dissens darüber. Und in Deutschland sind das nicht irgendwie Özden und irgendwie ein paar verrückte Wissenschaftler, die sich dafür lang machen. Nein, 26.800 Wissenschaftler, Scientists for Future. Das muss man sich vorstellen. Das ist eine riesige, riesige Zahl von Menschen, die sagen, wir müssen hier richtig was, lest euch mal das grün unterlegte durch. Wir müssen da tatsächlich einen Umschwung finden. Das heißt, es gibt da hier keinen Dissens. Wir brauchen auch nicht über Technologieoffenheit und so weiter. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht tatsächlich um was ganz anderes. Und es sind hier nicht Außenseitermeinungen, sondern es ist ganz klar, wenn es darum geht, Stand der Wissenschaft, der ist hier eindeutig. Und wenn man dann guckt, was sagt denn die UNO hier, das sind ein paar Wortspenden vom UNO-Generalsekretär, der auf der letzten Biodiversitätskonferenz, die heißen dann auch COP, was gesagt hat, nämlich die Menschheit betrachtet irgendwie die Natur oder behandelt die Natur wie eine Toilette. So, das also sehr, sehr deutlicher kann man eigentlich nicht diplomatisch reden. Das wird uns am Ende eine ganze Menge Jobs kosten, es wird Hunger und es wird Tote geben und die Welt wird ab 2030 diese Ökosystemleistung jährlich mit 3 Billionen Euro künstlich am Leben erhalten. Ob das jetzt 3 oder 2 sind oder 4 oder 5, ist dabei egal. Nur was dabei geht, ist, wir rechnen die ganzen Sachen immer in Wohlstand auf. Wir sind aber an dieser Grenze, wo uns das Wohlstand kostet, schon lange angeschlossen. Ne? Das ist also, und wenn eben schon 3 Billionen im Raume stehen, da kann man ja mal vergleichen, wie das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland ist in einem Jahr. Das heißt, wir sprechen ja von riesigen Summen.
zusätzlich zu dem, was wir momentan zahlt Deutschland pro Jahr 80 Milliarden an Klimaschäden, die nur im Land entstehen, hier, also nur in dieser Nation entstehen. Das heißt, das kommt nochmal oben drauf auf die gesamte Weltgemeinschaft, oder man muss halt auf bestimmte Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel Bestäubung von Pflanzen, so irgendwie verzichten. Das bedeutet also, wir haben einerseits die Wissenschaft, die da ganz klar ist. Es gibt gar keine Abweichung, die jetzt bedeutend ist. Und wir wissen auch, die wirklich hohen supranationalen Bodies sprechen da auch eine klare Sprache. Und das hier finde ich noch ein bisschen besser. Ist ein bisschen älter, passt aber auch perfekt, wo er sagt, ganz klar sagt, hört mal zu, die Leute, die Machtelite, die herrschende Klasse, unter denen ihr steht, er spricht hier zu uns. Er spricht nicht zu allgemein, er spricht zu uns, den Bürgern. Sagt, eure Lieder lügen euch an. Er sagt ganz klar, ihr werdet alleingelassen. Das ist also in der gesamten Geschichte der Vereinten Nationen ein wirklich einmaliger Vorgang. Und das ist die Art von Ehrlichkeit, die man braucht. Die Frage ist nur, warum muss ich das nach 3 Jahren hier quasi auf die Folie zwängen? Das müsste eigentlich so ein Stoppmoment in der Gesellschaftsgeschichte sein, wo man sagt so, fucking hell. Das Witzigste ist der letzte Satz, wo dann ganz klar steht, investieren in neue fossile Infrastruktur ist ökonomischer und ethischer Wahnsinn. Ökonomisch, weil neue fossile Infrastruktur bedeutet, die wird das Ende ihrer Lebensdauer gar nicht mehr erreichen, weil vorher schon wir in diese ganze Krisensituation hineinlaufen. Und es ist ethisch ein Verbrechen, weil wir die Alternativen haben und wir hiermit die Katastrophe nicht nur aufrechterhalten, sogar noch beschleunigen. Deswegen ist das tatsächlich ein Verbrechen. Und das framet er hier deutlicher, kann er es nicht sagen. Wenn du dir vorstellst, wieder nur der Satz noch, wenn du dir vorstellst, in den 90ern, wenn da der UNO-Generalsekretär was gesagt hat beim irgendwie Konflikt in Bosnien und so weiter, so, ne, dann war das etwas, wo die Welt auf. So, und er ruft in einen Raum hinein und sagt mit aller Deutlichkeit, was das Problem ist. Und wie rezipieren wir das? Ja, wir hier in unserer netten Gruppe rezipieren das so, ne? Aber so richtig, richtig klar gemacht, dass es eigentlich so eine Moment-Einmal-Situation ist, ist nicht wirklich da. Ja, man muss natürlich dazu sagen, ökonomischer Wahnsinn hat er natürlich langfristig recht. Kurzfristig gesehen ist es natürlich immer noch gewinnversprechend ökonomisch. Kommen wir gleich drauf. Okay, ja, ja. Gut. Ja, also Fossil Gold Rush und so weiter kommt noch. Was jetzt erstmal noch kommt, ist dieses, jetzt mal kurz Gegenschnitt. Ich habe ja gesagt Plattform. Ne? Gegenschnitt jetzt ist, was passiert denn gerade? Was passiert ist, dass wir jetzt heute neue Straßen bauen wollen. Straßen reparieren ist ja das eine, aber neue Straßen bauen ist halt eben dieses so, Katja Diehl hat das beschrieben, mit halt irgendwie so, naja, wenn man abnehmen will, macht man ja auch nicht den Gürtel weiter auf. Hier müsste man das eher so sehen, dieses, das erzeugt halt eben mehr Verkehr. Ne? Das ist jetzt auch nicht irgendwie was Neues oder irgendwie eine Sache der Umweltbewegung, sondern das ist auch sehr wissenschaftsbekannt. Wir wissen auch, wir müssen vom Auto weg, wir wissen auch, wir müssen vom Individualverkehr weg. Das ist auch Stand der Wissenschaft. Hier wird also bewusst gegen die Interessen der Bevölkerung gearbeitet. Ganz bewusst. Und der Hintergrund davon ist auch klar, ist, dass erstmal da wird auf dieser fossilen Infrastruktur auch noch weiter gearbeitet. Dann, um das Ganze abzusichern, wird dann sowas hier bemüht. Da muss man sich ja vorstellen, der Finanzminister, er ist der Kassenwart der Regierung. Er ist nicht Industrieminister, er ist nicht irgendwie Verkehrsminister, nein, er ist der Kassenwart. Er muss aber hier beispringen und dann versuchen, Dinge, die eigentlich zivilgesellschaftliche Begriffe sind, wie Toleranz und Vielfalt, die ja momentan in Belastung kommen. Ne? Die kommen in Belastung durch diese schlechte Politik, dass nämlich Vielfalt in Biodiversität eingeschränkt wird und Toleranz gegenüber der zukünftigen Generation nicht geäußert wird. Die möchte er gern für den Autofahrer haben. Und das ist momentan das Vehikel. Man verzwergt sich auf eine Nicht-Sach-Debatte, sondern auf eine rein reaktionäre Debatte, dass man sagt, der arme Autofahrer, der soll euch hier unter Druck geraten und deswegen will er Toleranz und Vielfalt für den Autofahrer. Das ist also ganz, ganz klar, dass das nichts mit dem Interesse tatsächlich der Gesellschaft zu tun hat. Und dann passt dazu dann auch das hier, dass dann hier erfunden wird, dass angeblich Aktivisten den Umsturz planen. Das ist, wenn ihr euch zurückerinnert, Episode 2, da haben Patrick und ich euch so ein Spin-Doctor-Modell gezeigt. Das ist jetzt, glaube ich, 5 Monate her. Da haben wir gesagt, wir werden wahrscheinlich hier im unteren Drittel landen, dass man irgendwann sagt, jawohl, das sind nicht nur Terroristen, sondern die planen halt irgendwie auch den Umstand. Das ist genau diese Eskalationsdynamik, die du hast dann, um Gruppen zu bekämpfen. Nur um nochmal allen das klarzumachen. Der Rechtsterrorismus in den letzten 30 Jahren hat 7-mal mehr Tote
hinter sich gelassen als die gesamte RAF. Rechtsterrorismus gilt in allen großen Industrienationen als die größte Gefahr, die momentan für die freie Gesellschaft besteht. Und was jetzt gemacht wird, ist, nachdem wir jetzt in den letzten 5 Jahren zwei, einige sagen sogar 4 Umsturzversuche tatsächlich gehabt haben von rechtsradikalen Gruppen, die Waffen versteckt haben, Todeslisten angelegt haben und sich organisiert haben, Armeen aufzustellen, also tatsächlich halt vorhatten, die Regierung zu stürzen, unser System abzuschaffen. Die hat man gerade festgenommen. Schweigen im Walde, man hört erstaunlich wenig dafür, dass das schon so weit gediehen war. Aber der Innenminister, dessen Aufgabe ja ist, dagegen zu kämpfen, kann sich nicht weiter noch entblöden zu sagen, dass die Kids, die sich auf die Straße kleben, tatsächlich versuchen, das demokratische System aus den Angeln zu heben. Sie wollen natürlich genau das Gegenteil. Sie möchten eine offene Debatte, wie man denn jetzt Zukunftschancen verteilt. Aber wenn man es so framed, kann man natürlich damit auch viel mehr arbeiten. Und das müssen wir als das anerkennen, was es ist. Das sind ja keine Sachen, die sich verstolpert haben oder dass da ein einzelner Mensch halt irgendwie, nein, das ist halt eben Teil einer Politik, die auf das weiter so ausgerichtet sind. Und das bedeutet, die Kraft, die etwas erneuern soll, die muss man totschweigen. Man muss gleichzeitig halt ein Angebot geben zur irgendwie Selbstermächtigung, beziehungsweise um sich das vor sich selbst zu rechtfertigen. Und gleichzeitig muss man die Verhältnisse in so eine Lock-in-Situation schaffen, also Fahrtabhängigkeiten schaffen oder verlängern. Das ist momentan das, wie Klimapolitik heute als Tagespolitik aussieht. Also alles, was wir gerade eben besprochen haben, die Katastrophe, das sind genau die Leute, die sie abwenden sollen und das ist das, was passiert. Ja, vollkommen unverantwortlich an der Stelle und wir sollten uns das wirklich alles dezidiert dann nochmal angucken, wenn wir uns das später in mehreren Jahren überhaupt noch angucken können. Aber dann können wir sehr gut chronologisch nachvollziehen, wer hat zu welchem Zeitpunkt welche Politik vertreten und wer trägt am Ende tatsächlich die Verantwortung für alle Folgeschäden, die wir noch erleben werden. Ja. Das ist sozusagen, wie man sagen, der kleine Wehmutstropfen, dass wir zumindest das nachzeichnen und nachvollziehen können. Obwohl dann die Frage ist, leben wir noch in einer Welt, in der man Vergangenheitsaufarbeitung überhaupt noch so wirklich betreiben kann? Ja. Und spielt es dann überhaupt noch eine Rolle? Das ist so dieses andere. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, Jens, gibt es eine Alternative? Ja, natürlich. Und dieses, wir können uns auch immer für die andere Sache entscheiden. Genauso wie wir halt uns auch an vielen anderen Stellen in der Geschichte immer wieder mal für das andere entschieden haben. Hier ein Beispiel aus Wales. Gibt ja auch viele aus Spanien und aus Frankreich und so weiter. Aber woanders ist halt Klimapolitik halt eben auch schon 5 Jahre weiter. Und hier ist zum Beispiel Wales, wo sie dann sagen so, nein, wir bauen keine neuen Straßen mehr. Fertig. Moratorium, bis wir die Sache geklärt haben. Fertig. Und schon haben alle Sicherheit. Schon weiß man genau, in die Richtung geht's und die Richtung geht's nicht. So, ne, das ist politisch verantwortliches Handeln, dass man sagt, okay, wir natürlich sorgen wir dafür, dass hier nicht alles irgendwie komplett zerfällt, aber wir bauen jetzt hier keine neuen Projekte. Und das ist ja eigentlich eine Sache, das ist eigentlich eine Binse, dass wir das so feiern müssen, ist eigentlich, das zeigt ja nur, wie schlimm es eigentlich um das ganze politische System steht. So, ne, aber das ist ein Beispiel, wie es eben auch sein kann. Man muss natürlich da an der Stelle auch nochmal wirklich darauf hinweisen, dass Deutschland natürlich eine gesonderte Situation auch nochmal hat, weil wir natürlich ein Industrieland ist, was nicht nur mit fossiler Energie sozusagen groß geworden ist, sondern wir auch sehr viele Technologien nach wie vor produzieren und auch sozusagen an Zulieferungsindustrie und so weiter haben. Also Automobil ist sozusagen die industrielle Kernidentität unseres Landes. Dann eben dieses Chemie ist, glaube ich, ein Riesending. Zement etc. Also all die Dinge, die richtig, richtig ins Gewicht tragen. Deswegen ist ja so ein kleines Land wie Deutschland im Verhältnis zur globalen Dimension dann doch ziemlich krass verantwortlich für all die Emissionen und sonstigen Schäden, die da verursacht werden. Deswegen finde ich es auch immer so ultra absurd, wenn man dann so sagt, ja, aber was ist mit China und so? Ja, wir sind ein verschissen kleines Land auf diesem Planeten, sind aber ähnlich krass verantwortlich wie die bevölkerungsreichsten Nationen dieser Erde. Und da müssen doch alle Alarmglocken klingeln. Und gleichzeitig erklärt es aber, warum wir diese sondern Politik und Interessensverbände, die in erster Linie aus Wirtschaftsinteressen besteht, diese Transformation nicht wollen, nicht können, wie auch immer, weil sie müssten
komplett ihre Geschäftsmodelle radikal umstellen. Und das sind sie nicht gewillt zu tun, weil für sie ist das Risiko zu hoch. Sie sind abhängig von den Renditen etc. pp. Und deswegen ist Klimaschutz in Deutschland nochmal ein ganz anderes eigenes Thema als vielleicht in anderen Ländern wie beispielsweise Wales in diesem Fall, wo eben eine andere Art von Fortschritt letztlich möglich ist, wo es eben nicht diese krassen industriellen Interessensgebiete gibt. Ja, wir haben, also du sagst genau, Identität ist dabei ganz wichtig im Sinne von, wie sieht man sich selbst? Und wir haben uns jetzt halt eben schön die letzten 25 Jahre in die Seele reinreiben lassen, dass wir ohne diese verschiedenen Sachen einfach nix sind. So, ne, wir treffen uns nicht als Menschen, wir treffen uns nicht als Kulturnation, wir treffen uns nicht als irgendwie Leute, die halt irgendwie spleenig sind, aber sondern wir treffen uns als die, wir müssen funktionieren in der Arbeit so. Und ich darf meinen Arbeitgeber nicht kritisieren, und wenn es dem schlecht geht, dann habe ich ja keinen Job mehr und so weiter. Man hat sich sehr stark kooptiert als eben nicht mehr politischer Akteur oder als Mensch so, sondern vor allen Dingen in dieser Rolle als Arbeitnehmer. Wir haben uns da ziemlich entkernen lassen, und deswegen ist dieser Identitätsbegriff total wichtig. Und ich glaube, die Lösung dafür ist am Ende auch dieses, sei es jetzt um Klimakriege zu verhindern, sei es um eine große Veränderung anzuschieben, dass wir halt eben an der richtigen Stelle auch merken, wann wir uns verweigern müssen. So, oder wann wir halt irgendwie sagen müssen, nein, so geht es halt nicht weiter. Oder wann wir halt eben selber Rückgrat entwickeln müssen und so weiter. Und in anderen Ländern, da hast du vollkommen recht, Deutschland ist ja selber schon deindustrialisiertes Land. Wir haben 26% Industrie, der Rest davon hat mit Industrie eigentlich wenig zu tun. So, bei Wales ist das nochmal ein bisschen anders. Die sind durch diesen Strukturwandel schon durch. Wir müssen halt irgendwie auch mal insgesamt uns irgendwie was Neues überlegen. Nur Wirtschaftspolitik ist halt eben in Deutschland etwas, was halt eben auch ja im Prinzip ein paar Familien unter sich ausmachen, wo sie halt eben rein investieren wollen, was sie entwickeln wollen, was sie nicht entwickeln wollen. Und deswegen setzen wir halt eben auch sehr stark auf Dinosaurier-Industrien seit Jahren, die uns jetzt irgendwann auch dann damit echt Probleme bereiten werden, weil diese Zukunft nicht mehr ist. Man versucht ja momentan eine Zukunft herbeizureden oder herbeizuverzögern, die es aber nie mehr geben wird. Also was ja gerade gemacht wird, ist, der Gaul ist schon lange tot, den kannst du nicht mehr durchs Ziel reiten. Und mit aller Gewalt zieht man noch an diesem toten Gaul und versucht, den dann damit noch irgendwie weiterzukriegen, bis man irgendwann merkt, so, oh verdammt, ich muss ihn einfach loslassen und mir einen neuen suchen. Ja. Absolut. So, wir kommen mal einmal ganz kurz weiter zu dem, nämlich, und das passt jetzt wieder gut zu dem, was Özden vorhin erzählt hat, nämlich wir haben ja das Thema Wasserkreisläufe, wie sich Süßwasser eben in Deutschland verteilt, einerseits durch Grundwasser, andererseits eben durch fließende Gewässer, die eben sehr viel auch gespeist werden durch Gletscher. Deutschland hatte 5 Gletscher, hat letztes Jahr einen Gletscher verloren, da waren es nur noch 4, und dieser Gletscher kommt auch nicht wieder. Das heißt, wir kommen jetzt langsam in eine Situation rein, wo man von Peak Water spricht, also quasi man hat da irgendwie so die Menge maximalen Süßwassers in einer Art Systemzustand erreicht, und ab da wird es dann weniger und wird dann auch nicht mehr. Das heißt, mit jedem weiteren Gletscher sterben, wird das Wasser im System in einigen Regionen weniger werden, wird sich dann verändern, wird in andere Regionen übergehen. Das heißt, die Dürresituation, wie wir sie in Südeuropa haben, wird auch in Deutschland sich noch weiter verschärfen. So, und was führt das dann als nächstes? Naja, dass erstmal Industrie in der Regel bevorteilt wird und das dann zu einem Wettbewerb zwischen Siedlungsgebieten kommt. Beispiel Arizona, da ist es jetzt soweit, dass Städte untereinander sich quasi die letzten Wasserreserven streitig machen. Wenn dieses Wasser, Grundwasser teilweise sich dann nicht wieder auffüllt durch Beregnung, dann ist es alle. Dann ist die Wüste da. Das heißt also dieses, es speist sich dann nicht mehr irgendwie in den Kavernen und so weiter, wo halt so Grundwasser sich sammeln kann. Das ist dann, wird dann immer weniger, wird dann abverbraucht und dann hast du dann im Prinzip nur noch ein bisschen was und dann müssen dann Menschen weichen. Das heißt, das Klimaflüchtlinge gibt es ja nicht nur im Ausland. Klimaflüchtlinge wird es auch als Binnenflüchtlinge geben. Und genauso wie es in den Staaten gibt, lest euch mal durch, was gerade in Salt Lake City los ist. Wie wir jetzt den wollen, die werden halt Teile der Region aufgeben müssen. Da verlieren Menschen, Familien, ganze Generationen von Leuten, die da gelebt haben, verlieren dann quasi innerhalb von ganz kurzer Frist ihre Heimat für immer. Weil man eben dieses, ja, mit Maschinen, wenn wir das schon irgendwie machen, nee, ist dann vorbei, das macht keiner mehr. Da ist dann auch Marktlogik, kein Markt da. Das heißt dann, das wird dann eben verenden. So, und dann kommt zu so einem Sterben, dass dann irgendwie die komplett eben ihre Siedlungen umziehen müssen. Und wart mal ab, wie das dann aussieht nachher in Teilen von Brandenburg, in Teilen von Sachsen und so weiter. So, das werden wir halt eben auch in einigen Stellen hier sehen. Voralpenland wird hier auch noch sehr, sehr lustig werden, wenn jetzt hier noch weiter dann irgendwann die Gebirge dann nicht mehr wirklich zu
frieren. Und was passt dazu? Na, es passt dazu, wenn was knapp wird, ne, dann entsteht ja hier ein Markt, nicht wahr? Ja. So, jetzt ist es so, dass du halt eben Grundwasser auch kaufen kannst. Du kannst Grundwasser kaufen und damit halt eben Teil der Versorgung. Das machen große, also RWE zum Beispiel ist der größte Verbraucher an Wasser, kriegt auch exzellente Preise, die wirklich nur ein Bruchteil von dem sind, was wir als Privatmenschen bezahlen. Ich habe da, glaube ich, mal diese Aufstellung mal geschickt von einem halben Jahr. Das ist also wirklich brutal wenig, was sie dafür bezahlen. Das sind dann meist langlaufende Lieferverträge oder langlaufende Nutzungsrechte, die damit eingeräumt werden. Naja, und jetzt haben sich dann irgendwie Aldi und Red Bull gedacht, jawohl, jetzt kaufen wir mal eben so ein paar Anbieter auf. Das sind dann meist Mineralwasserbrunnen, die dann eben angeschlossen sind, meist an einen größeren Teil, der sich auch eben speist zur normalen Trinkwasserversorgung. Das heißt, das ist richtig krass. Wir laufen auf einen Systemwandel zu, der uns alle benachteiligt. Und das, was noch da ist, verhökern wir gerade. Und dafür gibt es einen sogenannten nationalen Wasserplan, der wird vom Bundesumweltministerium verwaltet, der dann eben auch darüber entscheidet und so weiter. Aber das ist halt eben ein bisschen langsam, wie man darauf reagiert und so weiter. Also es sieht jetzt nicht so aus, als ob jetzt da großartig was sich verändert. Wer das entlang hören möchte, ich habe gestern im Wirtschaftsbriefing Folge 34, glaube ich, bei Jung und Naiv darüber ein bisschen länger gesprochen. Was man auf jeden Fall tun sollte, ist das hier. Geht bitte zu Campact. Da läuft gerade eine große Kampagne, um die Scheiße zu verhindern. Natürlich versuchen die gerade das selbst zu verharmlosen nach dem Motto, ja, wir kaufen mir hier nur einen Mineralwasserbrunnen und so. Nein, nein, also wo wir gerade ist das strategische Sichern von Wasserversorgung, weil du kannst das ja nicht nur abfüllen und dann sehr teuer verkaufen, sondern du kannst damit ja auch halt, das ist auch ein Machtfaktor und du kannst dir ja überlegen, wie du damit umgehst und so. Das ist in einigen Ländern schon viel weiter. In Frankreich zum Beispiel ist mit Volvic und so weiter, ist ein Riesenthema. Lassen wir es nicht zu. Lassen wir es bitte nicht zu, ne? Weil wir wissen ja, wir können uns auf tatsächlich auf viele politisch Handelnde nicht verlassen. Das heißt, wir müssen denen als Zivilgesellschaft Druck machen. Wir schicken den Link auch wieder wie immer in die Shownotes, dann könnt ihr da tätig werden, wenn ihr Bock drauf habt. So, ja, dann, das fand ich tatsächlich gestern im Wirtschaftsbriefing, ich habe zumindest schon die Hälfte gesehen und das genau mit diesem Wasserthema. Mir war wirklich nicht bewusst, wie krass RWE neben sozusagen die Kohle aus der Erde zu holen, auch noch Wasser dafür verschwendet, also ja, für diesen Kohleabbau, zur Kohle, damit sie Kohle verfeuern können, brauchen sie unfassbar viel Wasser. Wiederhol es bitte nochmal, damit wir, also was sind so die Dimensionen im Vergleich, also an Wasserverbrauch? Ihr hattet da mal ein paar Zahlen genannt, aber ich weiß nicht, ob Maurice oder du. Hauptsächlich Maurice, ich hatte es mal ausgerechnet vor ein paar Jahren und das war eben so, dass RWE halt eben der größte Wasserverbraucher ist und tatsächlich halt eben... Ich glaube, 10 Millionen Haushalte hatte Maurice, glaube ich, gesagt. Irgendwie sowas, ja, ja. Also es ist auf jeden Fall massiv, massiv viel. Ich hatte auch irgendwie, früher war ich auch schon mal auf eine andere Zahl gekommen, Maurice war da ein bisschen aktueller. Auf jeden Fall ist das so krass, dass man das nicht außer Acht lassen darf. Natürlich brauchen bestimmte Industrieprozesse Wasser. Das ist vollkommen okay. Aber wir haben jetzt ja gesehen an der Gaskrise, was dann passiert. So, bei Wasser ist das was anderes. Du kannst vielleicht, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich kann jetzt gerade irgendwie nicht so richtig heizen, dann kannst du vielleicht noch eine Alternative finden. Ohne Wasser bist du innerhalb von 2 Tagen tot. So, das war also so schlimm. Also es ist noch nicht das Mad Max-Szenario, aber wir sollten mal aufpassen, dass wir nicht in so eine Welt hineingeraten, wo das Profitinteressen allein unterliegt am Ende. Also unterschreiben. Jawohl, dann das hier passt nämlich auch gut dazu, das hatten wir gerade eben auch im Chat schon gehabt, nämlich dieses, und das hatte ich auch im Wirtschaftsbriefing ein bisschen ausführlicher erzählt, ich mache das jetzt kürzer, weil ich glaube, den Gist kann ich halt irgendwie so rüberbringen. Es ist so, dass wir vor ein paar Jahren mit dem Antritt von Ursula von der Leyen etwas begonnen haben, was der Green New Deal heißt. Was bedeutet? Großes Programm, dass man sagt, mit öffentlichen Finanzen und mit privaten Finanzen möchten wir dafür sorgen, dass wir diese große Transformation hinbekommen. Das lief dann auch anders unter dem Programm, das heißt Fit for 55, also 2055 soll die gesamte Transformation abgeschlossen sein, 2050 möchte man klimaneutral sein, 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. So sind so die einzelnen Sprungmarken und dafür hat man bestimmte politische Projekte aufgesetzt. Dazu gehört auch die EU-Taxonomie, die unterteilt in das ist nachhaltig, das ist nicht nachhaltig.
Und dazu gehört dann eben auch, dass ein großes Förderprogramm kommt. Das ist der EU Industrial Plan. Der ist nur jetzt noch nicht wirklich so gießkannenmäßig so komplett schon da. Da sind die Amerikaner ein bisschen schneller. Die haben nämlich gesagt, alles klar, wir machen jetzt den Inflation Reduction Act. Packen da 1,5 Billionen rein oder was? Und das verteilen wir jetzt. Die Republikaner hat er nur auf die Seite gekriegt. Nicht, dass er eben gesagt hat, nicht, dass er gesagt hat, wir machen jetzt irgendwie alles grün oder so. Hätten die niemals Ja gesagt. Deswegen heißt es auch Inflation Reduction Act. Das heißt, da fließt dann eben auch massiv an Militär und überall und so weiter. Also das ist der übliche Blödsinn. Aber dadurch fließen halt extrem viele Fördermittel in einen globalen Markt. Und jetzt sind natürlich, sind das auch eben deutsche Unternehmen, die sagen, finde ich interessant, da jetzt irgendwie hinzugehen und sagt dann, okay, ich möchte halt irgendwie davon partizipieren, dass hier eben Fördersummen fließen. Und das ist natürlich jetzt etwas, wo wir dann merken, okay, da fließen jetzt halt irgendwie wirtschaftliche Kraft fließt dann irgendwo hin. Deutschland ist so ein bisschen davon betroffen, Frankreich noch ein bisschen mehr und so weiter. Aber die Frage ist immer, was konkret soll denn da passieren? So, ne? Ich kann jetzt natürlich einen Tech-Standort irgendwo aufmachen, meistens solche Fördersachen ja dann auch immer an Bedingungen geknüpft und so weiter, der dann jetzt irgendwie in Frankreich nicht ist. Aber wir wollen ja hier vor allen Dingen auch sehr viel Energieanlagen investieren. Und das werden wir schon hier tun, nicht? Also dieses, dass uns jetzt hier durch einen Nachteil entsteht, das gilt vielleicht für ein paar Industrien, aber jetzt nicht wirklich für alle. Dass jetzt alle tatsächlich oder mehrere Staaten versuchen, hier massiv zu investieren, das ist von der Sache her gut. Japan zum Beispiel hat ein Programm aufgelegt, sind 140 Milliarden. So, in China läuft es sowieso seit Jahren total Bombe. China gilt ja immer so als der Watschenbaum für alles, aber China macht uns eigentlich vor, wie man das macht. Das ist dann eben in den Staaten jetzt auch so. Spannende ist, dass unser EU-Programm, das ist eigentlich, Biden hat bei uns abgeschrieben. Das heißt, unseres gibt es eigentlich schon länger. Und während er da irgendwie 1,5 Billionen rausholt, sind wir so bei knapp nach 1 Billion. Das heißt, wir als einer der größten Wirtschaftsräume, die Leute denken ja immer Deutschland, aber wenn wir EU denken, sind wir einer der größten und wichtigsten Wirtschaftsräume. Wir sind militärisch Zwerg, aber wirtschaftlich groß. Das heißt, auch hier wird nennenswert investiert. Aber wenn du selber das liest, dann nimmst du das natürlich als, ja, je nachdem, in welchem Dienst du dich denn siehst, dann so, dass du dann sagst, nein, wir müssen darauf reagieren, Wir reagieren nicht darauf, dass wir sagen, übrigens, wir haben unseren eigenen Inflation Reduction Act, schaut doch mal hin. Nein, sondern wir behaupten einfach mal, dass wenn wir Steuern senken, dass das eine Art Standortvorteil gäbe. Das ist auf mehrere Arten total falsch, weil es nämlich keinen Zusammenhang wirklich damit gibt zwischen Standortwahl und Steuersituation. Gibt es für bestimmte Geschäftsmodelle und so weiter. Aber der Grund, warum man hier bestimmte Industriezweige angesiedelt hat, hängt ja nicht mit Steuern zusammen, sondern hängt halt eben damit zusammen, dass man eben die richtigen Infrastruktur findet, die richtigen Leute, das richtige Umfeld dafür und so weiter. Also das hängt mit anderen Faktoren zusammen. Aber das ist eine bekannte Lüge, die man da versucht zu benutzen. Das heißt, was hier versucht werden soll, ist, ich möchte halt dafür sorgen, dass ich ein Steuergeschenk an die Industrie abgeben kann mit dieser Erklärung, ist also ein sehr billiger Versuch und gleichzeitig schwächt das auch, weil das Steueraufkommen damit geringer wird, schwächt das damit dann auch gleichzeitig unsere Handlungsfähigkeit als Staat. Weil was wir wissen ist, diese ganze Sache hier von wegen so, nein, wir müssen nur so ein Programm ausloben und dann wird privates Geld schon das Richtige tun, ist natürlich Augenwischerei. Das haben wir jetzt eigentlich an so vielen Stellen gesehen, dass es ein ideologischer Missgriff, der halt irgendwann scheitern wird. Das heißt, an irgendeiner Stelle braucht man dann staatliche Direktinvestition, staatliches Handeln, dafür brauchst du aber Geld und wenn du das vorher dem ganzen System entzogen hast, dann kannst du sicher sein, dass du den Status quo erhältst. Das haben wir auch gestern halt ziemlich breit dann durchanalysiert. Das ist ziemlich fiese Nummer und das ist gut, dass hier auch tatsächlich ein bisschen Gegenwind kam, denn es wurde ja auch direkt quasi wieder eingesammelt. Ja, man muss das nochmal ganz deutlich benennen. Also entweder, wenn man sagt, der Staat soll jetzt nicht als Akteur selber investieren, dann muss der Staat Rahmenbedingungen setzen, die dazu führen, dass Gelder und Geldströme in die richtige Richtung gelenkt wird. Und mit richtige Richtung meine ich weg von den Industrien, und den Businesses, die den Schaden anrichten.
Und das kann man genauso gut über Verbote, Verordnungen, Regulierungen, Gesetze und so weiter machen. Da muss man sozusagen, so kann man auch Geldströme lenken. Oder, und da wäre ich auch sehr dafür, weil dieses Thema fällt uns ja auch in anderen Bereichen gerade komplett auf die Füße, nämlich beispielsweise Wohnungsbau, der soziale Wohnungsbau. Also ich habe gestern so ein Zitat von Olaf Scholz, oder es war irgendwie in der Heute-Show oder so, wo er gesagt hat, ja, wir haben ja auch mal geschafft, 800.000 Wohnungen zu bauen, weil er ja sein 400.000 Wohnungsversprechen hat. Das war 1972, ich erinnere mich genau, wo ich sage, ja, Olaf Scholz, 1972 gab es einen staatlichen sozialen Wohnungsbau, da hat der Staat richtig Geld in die Hand genommen und hat Wohnungen bauen lassen. So, ja. Die haben wir dann irgendwie 90er, 2000er Jahre verscherbelt. Ihr habt ja gestern auch von das Tafelsilber verscherbelt. In Bayern, Söder, wie viele soziale Staatsbauten der sozusagen für ein Appel und ein Ei verkauft hat. In München, der Stadt, wo das hier die Luft brennt. Ne? Das war also, als wollte er den Leuten schaden. Irrsinn. So, also das heißt, entweder muss man sozusagen Geld aus staatlichen Händen in die Hand nehmen und sie entsprechend da hineinstecken, wo es sinnvoll ist, oder man muss eben Verbote setzen, Regularien setzen, die Geldströme eben anders lenken. Das, was hier die FDP vorschlägt, und da muss man auch offen das benennen, ist Klientelpolitik. Das ist immer darauf ausgerichtet, man tut so, als täte man nicht nur der Gesellschaft was Gutes, sondern der Wirtschaft an und für sich was Gutes. Aber im Endeffekt profitieren in erster Linie immer nur bestimmte Segmente der Wirtschaft. Also wer wirklich, also seid ihr Freelancer, Kleinunternehmer und so weiter, vergesst die FDP. Die tut einen Scheiß für euch. Was sie tun, ist die Großindustrie, die großen Konzerne in gewissen Segmenten immer wieder, also diejenigen, die schon im Grunde genommen alles erreicht haben, die werden damit gefördert. Aber kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen in gewissen Bereichen oder gar Unternehmen, die eine grüne Transformation vorantreiben wollen, forget it. Da ist die FDP ganz schlechte Interessensvertretung. Und das zeigt sie halt, indem man hier wieder sieht, wie die Reaktion ist auf ein großes Programm der USA, die nun wirklich nicht das Sinnbild für ein sozialistisches System ist. Was ja dann immer so als Argument kommt, so der Staat darf auf keinen Fall investieren, weil das wäre ja Sozialismus, Kommunismus. Ja, also ganz ehrlich, wenn jemand absolut antikommunistisch, sozialistisch ist, dann ist die USA. So, und für die ist das sozusagen kein Tabu. Aber wir tun so, als ob das so das Allerschlimmste wäre, was man tun kann, wenn der Staat als Akteur da irgendwie auftritt. Das ist einfach vor allen Dingen, und da dürfen wir auch den Mitteargumentierer nicht vom Haken lassen. Ne? Weil was du gerade sagst, dieses von wegen, oh Gott, Sozialismus, Kommunismus und so weiter, das hast du ja wirklich ganz rechts und ganz im tiefen Konservatismus hast du sowas ja, wo es um Prinzipienreiterei geht und so weiter, also total albern, klar. Das andere könnte man auch aktive Industriepolitik nennen, wie wir das ja zum Beispiel der konzertierten Aktion hatten in den 70ern und so. Also das hat uns ja an vielen Stellen gerettet. So, also jetzt so zu tun, als würde es dieses Instrument nicht mehr geben, hat ja einen Grund. Weil das Instrument sehr gut funktioniert. Deswegen sind diejenigen, die Status Quo verteidigen, dafür sehr für zu sagen, so nein, das muss sein, das ist ein Hilfsargument, damit sich nichts verändert. Und dann gibt es aber bei den Mitteleuten tatsächlich Leute, die dann an diese modellhaften Versprechung glauben, nicht mehr in die Empirie einsteigen, also sich nicht mehr angucken, was ist denn tatsächlich, sondern lehrbuchartig das, was sie mal aus der Neoklassik gehört haben, dann wieder verbreiten. Also ihre Basis ist dann nicht die wirkliche Erkenntnis, sondern das, was sie mal schulbuchmäßig im Sinne von einer so, das ist ja Alchemie, das ist ja so eine Mechanik nach dem Motto, wenn das, dann das. Und das vergisst dann Menschenpräferenzen, Situationen, Umweltbedingungen und so weiter und halt eben Märkte, die nicht funktionieren. Wir reden ja hier davon, dass bestimmte Sachen einfach unter Marktgesetzen überhaupt nicht funktionieren. Wir sprechen, das sind zwei Sachen, die funktionieren einfach so generell nicht miteinander. Da widersprechen sich die Logiken. Und da fange ich dann an, tatsächlich dann zu versuchen, das andere darauf zu applyen. Und das ist eben auch spannend, weil man das im Klaus Müller
Interview sehr gut sehen kann. Das Thilo hatte neulich den Chef der Bundesnetzagentur da, weil der halt eben tatsächlich sehr, sehr klar ist. Und an den Punkten, wo es dann an die Knackpunkte geht, da zieht er sich zurück auf diese ideologischen Standpunkte. Und das haben wir auch bei der BEC gesehen und das haben wir auch bei vielen anderen, auch bei der Share und so weiter haben wir das gesehen, wo sie sich da nicht orientieren an dem, was braucht es, was ist und so, sondern zurückgehen auf so ein, so, ich habe ja dieses Prinzip und damit handle ich jetzt. Ja. Und das ist tatsächlich ein Teil des Problems, weil das natürlich auch dann sehr bequem ist zu sagen, das funktioniert nicht, weil das irgendwie Menkiff mal gesagt hat und deswegen machen wir das nicht, während die Empirie halt irgendwie haufenweise die Sachen herbeigeholt hat, dass wir wissen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, und man muss sich nochmal angucken, wie ist das deutsche Wirtschaftswunder entstanden? Durch, also gut, es war vorher alles kaputt, ja, aber durch neue Infrastruktur wurde ja erst Wirtschaften ermöglicht. So, und jetzt haben wir eine Krise, eine Katastrophe vor uns, die als allererstes unsere Infrastruktur platt macht. Da wir aber die ganze Zeit schon nicht in Infrastruktur investiert haben, weil wir immer gesagt haben, der Staat muss sich raushalten, müssen wir alles privat machen, ist das Ding von alleine schon weggerottet. So, dann brauchen wir noch nicht mal eine Klimakatastrophe, um unsere Infrastruktur zu zerstören, sondern einfach aus ideologischen Gründen. Und es ist einfach Irrsinn, diesen Zusammenhang nicht sehen zu wollen, dass man sagt, wenn der Staat Investitionen macht in Gesellschaft, profitiert automatisch Wirtschaft, weil Wirtschaftsakteure sind zugleich Privatmenschen, die Kinder in ihre Schulen schicken. Aus den Schulen werden Menschen generiert, die gut arbeiten können, die Sachverstand haben, die wiederum gebraucht werden in der Wirtschaft und so weiter. Also dieses ständige Feindbild Staat versus Wirtschaft ist eine absolut irrsinnige Ideologie. Und davon müssen wir ganz dringend mal runterkommen. Das müssen wir auch outcallen, dass wenn einer so argumentiert und vor allen Dingen bei Staat muss man immer auch an Gesellschaft denken. Das heißt, Leute kämpfen gegen die Interessen der Gesellschaft und entmündigen die Gesellschaft damit und das mit halbseinen Argumenten, wobei sie selber auch keine funktionale Alternative haben. Ich hätte doch gar kein Problem damit, wenn das der fucking Markt macht. Ich bin doch, also ja, ich bin klar. Komplett undogmatisch. Wenn die Scheiße funktioniert, bitteschön, go for it. Aber wir sehen doch, dass es seit Jahren, seit Jahrzehnten eben nicht funktioniert. Und da muss man doch die Sachen neu denken. Ihr seid doch alle immer so innovativ und First Principle Thinking und so weiter. Ja, dann apply das mal, dann kommst du aber genau auf das, was wir die ganze Zeit sagen. Also es ist komplett albern, sich da überhaupt diese, wir müssen diese Diskussion einfach, wenn die in die Richtung gehen, schon direkt dann wieder aufs Gleis zurückführen. Und aber das ein, passt. Bitte. Ja, noch eine Bemerkung natürlich. Wenn wir von Staat sprechen, dann reden wir von sozusagen einer Gesellschaftsvertretung. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass jeder Staat und jedes System administrativ auch korrekt und ideal geführt wird. Natürlich gibt es Staatslenker, die wiederum in ihre eigenen Taschen, hallo liebe CDU, Maskendeals etc. pp. Also das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen, der Staat und die Akteure darin sind ideal, sind die Engel, sondern wir reden hier von einem Modell. Ja, und natürlich unterliegt dieses Modell wiederum einer Kontrolle, einer gesellschaftlichen. Dafür gibt es aber halt Demokratie. Dafür gibt es Elemente der Demokratie. Dafür gibt es Gesetze, den Rechtsstaat, Exekutive. Dafür gibt es Medien, die das Ganze sich angucken. Also ein hochkomplexes Ding. Wenn jeder mal seinen Job machen würde, wofür er eigentlich mal vorgesehen war, dann sähe die Sache tatsächlich anders aus. Und dann müssten wir wahrscheinlich auch gar nicht diese Diskussion führen. Weil dieses Negativbildstaat kommt ja auch nicht von ungefähr, weil da auch viel Missbrauch einfach immer wieder passiert. Aber wenn wir von Staat sprechen, dann wirklich als Modellakteur. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass Staat jetzt nicht per se perfekt ist. Nee, das ist, glaube ich, sowieso auch ganz wichtig dabei. Die Debatte wird ja an einigen Stellen sehr unterkomplex geführt, aus Gründen, weil man sie dann eben genau auf die Art dann wieder derailen kann und so weiter. Es geht einfach darum, wir müssen mal unseren Shit together kriegen und sagen, wir haben ein Problem, wie kann man es lösen? Und die Lösung, die das machen kann, die wird es dann so fertig. Und den ganzen anderen Quatsch, den muss man einfach mal abbauen. Und dazu passt aber das nächste total. Pass auf, das hier. Wir gehen jetzt mal einen weiter, nämlich so, das ist, Christian Lindner sagt, er kann keine Übergewinne sehen. BP hat den höchsten Gewinn seiner gesamten Unternehmensgeschichte eingefangen. Friede ihre Asche. So, ne? Also super, dass sie es hingekommen haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, es sind nicht auf einmal mehr Autos da, es sind nicht mehr Heizungen da, es wurde auch nicht mehr gefahren, ganz im Gegenteil. Nein, die haben mehr Gewinn, weil sie für dasselbe Gut mehr Geld verlangt haben.
nichts weiter. Da steckt nicht Putin drin, nicht höhere Erzeugerkosten. Ganz im Gegenteil, das sind höhere Preise, die die eben verdoppelt haben weltweit und damit eine Umverteilung gestartet haben aus unseren Taschen in ihre Taschen, weil sie es können, weil wir hier über Oligopol, quasi Monopolstrukturen sprechen, wo dieser Machtmissbrauch, dieses Marktversagen zugunsten eines Akteurs missbraucht wird. Das ist an sich schon schlimm, das dann nicht anzuerkennen und dann auch diesen Gewinn nicht anzuerkennen, diesen Übergewinn, über den man ja reden kann, um damit dann wieder einen Ausgleich zu schaffen, ist dann gleich nochmal doppelt Verantwortungslosigkeit, gerade wenn man der Kassenwart der Regierung ist, sich dieser Realität zu verweigern, ist eigentlich die Frechheit des Jahrhunderts. Plus, und das setzt den ganzen die Krone auf, die haben jetzt auch gesagt, ja, wir streichen jetzt erstmal unsere ganzen grünen Sachen so, ne? Das machen wir jetzt mal Pause, so, weil wir verdienen ja gerade so gut. Das ist ein Aufruf an im Prinzip die letzten Demokratien und offenen Zivilgesellschaften zu sagen, wir müssen sie bändigen. Also die, das ist jetzt wirklich etwas, wo sie es maximal ausgereizt haben. Einerseits, sie vernichten die Umwelt, sie tun auch nichts mehr, diese quasi Versprechen, wir werden irgendwann mit aufhören, haben sie jetzt wieder kassiert und sie berauben uns halt über Gebühr. Warum sind die noch privatwirtschaftlich? So, ne? Also wir müssen uns als Gesellschaft fragen, das ist kein Naturgesetz, dass diese Sachen einfach mit uns passieren. Ne? Wir werden hier wirklich missbraucht von dieser Marktmacht und das müssen wir auch mal so benennen. Und wir müssen Politiker, die versuchen, das in irgendeiner Weise anders zu framen, auch vielleicht mal aus der Stadt jagen. Also ganz ernsthaft, du kannst keine Diskussion mit jemandem führen, der diese Realität nicht anerkennt. Das ist Trump. Das ist Trump nur einfach ohne Grabber by the Pussy. Das ist tatsächlich genau dasselbe. Das ist Postfaktizität. Und dazu passt dann genau dieses, was nämlich hier die großartige Grace Blakely da zusammengeschrieben hat im Tribune, die nämlich gesagt hat, diesen ganzen Kram, sie ist große Ökonomin, war auch mal bei Thilo, hat auch ein tolles Buch geschrieben, was Stolen heißt, kann ich nur empfehlen. Die beschreibt halt relativ klar dieses, naja, wir können uns auf Markt nicht verlassen, dass der die Klimakrise bewältigt. Nein, die werden das bis an die Kante fahren oder bis auf die Kante fahren und erst dann dieses sehr, sehr, sehr lukrative und auf Abhängigkeit beruhendes Geschäftsmodell abwandern lassen. Jeder Politiker, der sagt, wir müssen ja nur hier irgendwie, und die haben es ja verstanden, die sind ja auf dem Weg, und wenn ich mit Vertretern des Unternehmens spreche, sagen die auch immer, dass die das auch anders wollen. Forget it. Die werden das immer so weitermachen, bis wir als Zivilgesellschaft sagen, und jetzt bauen wir mal einen Rahmen drumherum. Und das müssen wir als politische Forderung machen, nicht nur, weil die uns tatsächlich hier in den Ruin treiben, sondern auf der anderen Seite, weil sie ja halt gleichzeitig auch noch das bisschen an Chance, was wir noch haben auf eine Energiewende, nicht nur verzögern und verschwierigen, sondern noch verschlimmern. Was sie ja gerade machen, ist, dass dieser Pfeil, der die ganze Zeit so ging, jetzt nach oben geht. So, und das müssen wir einfach auch klar benennen und dann eben unsere politischen Handelnden auch dazu auffordern, hier was zu tun. Und ich will da ganz klar BP in Schutz nehmen, weil die handeln nach der Systemlogik. Also ja. Sie machen aus ihrer Sicht und in unserer Systematik, in der wir sie in einen Rahmen gesetzt haben, das, was sie tun sollen. Sie erfüllen ihren Zweck. Sie machen Business im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und wenn man das verändern will, dann kann man nicht sagen, du böse BP, jetzt mach mal hier moralisch. Sondern verändert die Gesetzgebung, verändert den Rahmen, setzt da einen Schlussstrich. Und das kann nur die Politik. Und die Politik wird nur aktiv, wenn Gesellschaft sie dazu bringt und entsprechend in Demokratien auch das Kreuz an der jeweiligen Stelle macht. Wobei das langsam wirklich knifflig wird, weil ich das Gefühl habe, alle sind so gerade Wirtschaftsvertreter und wollen kuscheln. Genau, das ist der Punkt. Und da kommen wir auch noch gleich drauf. Das ist super Überleitung. Gut, da können wir jetzt Humann. Humann zitiert an dieser Stelle bei Ice-T und sagt dann immer so, don't hate the player, hate the game. Ne? Also es geht ja nicht darum, das ganze System zu zerschlagen, aber wir können ja auch einfach mal wieder überlegen, welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn, damit es anders läuft. Wir sagen ja nicht, das ist ja die Behauptung von der anderen Seite, dieses, wir wollen in Höhlen leben oder auf Bäume. Oder wir wollen jetzt halt irgendwie Räterepublik und alle irgendwie so sozialistischen Quatsch und so. Das will ja keiner. Aber dieser Systemzustand ist auch unhaltbar und mit Gesetzen kann man das regeln. Das ist das, was Gesellschaften tun. Was auch
lange, lange, lange so war, nämlich zwischen 50 und 98 hier in Deutschland, 1950 und 98 hier in Deutschland und in anderen Ländern dann eben in anderen Zeitabschnitten. Also das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Man versucht das nur zu framen als etwas Ungewöhnliches, damit es nicht passiert. Und wir müssen halt einfach sagen, wir lassen uns doch nicht verarschen. Also komm, wenn du jetzt selber keinen Beitrag hast, wenn du keinen Vorschlag hast, dann ist hier unser Vorschlag und du kannst ihn jetzt poppen, ne? Du kannst ihn jetzt halt irgendwie challengen oder wir machen das jetzt mal, oder? Weil so kann es ja nicht weitergehen. Ja. Ich möchte auch nur daran erinnern, wer uns den Anfang des Endes eingebrockt hat, es war Gazprom Gerd. So, ja. Das muss man auch nochmal ganz klar benennen. Derjenige, der am Ende seiner Amtszeit am meisten davon letztlich persönlich auch profitiert hat. All diese Privatisierungskacke in Richtung Energie, all diese Abhängigkeiten gegenüber Oligarchien wie Russland etc. Ja, das ist einfach ein Ding, das muss man sich immer wieder klar machen. Der hat dem Vater der Energiewende tatsächlich damals gesagt, also dem Herrn Scheer hat er damals gesagt, weißt du was, du bist so ein gefährlicher Mann, weil du hast Ideale und du glaubst auch noch daran. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Ne? Wir können uns darauf nicht verlassen, dass irgendjemand, weil er rot aussieht, dann nicht vielleicht doch irgendwie tiefschwarze Politik macht, so wie es da halt eben so der Fall war. Sondern wir müssen halt irgendwie auch immer schauen, was tut die genau die Person. Und das ist ja auch genau meine Kritik an der Grünen. Ich habe doch mit Grünen kein Problem, natürlich nicht. So, ne? Ich habe ein Problem damit, was jetzt gerade passiert. So, und das muss man kritisieren. Und das ist totaler Blödsinn, das nicht zu tun. Wir müssen ja genau davon weg. So, und da darf es dann eben jetzt auch keinen irgendwie geben, weil mir die Farbe gefällt. So, ne? Also ich habe auch eine ganze Menge für sozialdemokratische Politik übrig, natürlich, logisch. Aber wenn da jemand genau das Gegenteil macht, dann muss das eben ins Zentrum der Debatte. Dazu passt aber jetzt so, ich weiß, das ist jetzt meine Standardüberleitung, so, aber das nächste. Ich würde übrigens an der Stelle sagen, dass viele FDP-Wähler das begriffen haben und in Anwendung bringen, weil sonst kann man sich ja nicht diesen Absturz vorstellen, weil ich glaube, viele sind desillusioniert, weil sie etwas hineininterpretiert haben, weil FDP steht ja für modern, für Digitalität, für Klimakrise meistern mit Innovation und es kommt nichts. Nichts. Es kommen gegenteilige Dinge, die noch mehr Steine in den Weg legen. Und ich glaube, das haben viele mal wieder, muss man dazu sagen. Also für mich ist das ja wirklich Murmeltiertag, diese FDP-Phänomene. Es war schon mal so, dass da so ein Hype war, gerade als man so in der digitalen Szene sich so viel versprochen hat, die geile digitale FDP und so weiter. Das Gleiche damals aus dem Parlament geflogen bei 5%, weil sie Mövenpick-Steuer-Quatsch gemacht haben, Klientelpolitik. Und sie machen es wieder und wieder fallen Leute drauf rein. Es ist Wahnsinn. Und das Geile ist, also jetzt ohne jetzt abgleiten zu wollen, in der FDP hat politische Ratschläge geben zu müssen, sie könnten sich so gut positionieren, das ganze Thema Menschenrechte und so weiter, dafür, wo sie mal eingestanden sind. Wir leben ja gerade durch ein Zeitalter der Unfreiheit, aber nicht in dem poscharzen Sinn, sondern der Unfreiheit dadurch dieses, dass uns unheimlich viel Zivilleben und so weiter gerade kaputt geht, weil wir das diesem ganzen Wirtschaftsdiktum unterworfen haben. Ne? Wir höhlen gerade die Gesellschaft aus und das ist genau das, wofür die FDP eine gewisse Zeit lang ja mal gestanden hat. So, ne? Da könnten sie sich also super breit machen, so, aber das haben sie alles aufgegeben. Nein, die sind entkernt, kannst alle vergessen. Das ist irgendwie... Da kommt jetzt erstmal nichts mehr. Der wird das jetzt runterfahren auf Philipp Rösler-Niveau. Ja, und vielleicht schaffen sie das beim nächsten Mal noch. Dann kommt, darf vielleicht der Lambsdorff nochmal mitspielen oder so. Vielleicht kriegen die auch nochmal irgendwie extra Geld und nochmal eine schlaue Lügenkampagne, die dann wieder irgendwelche Irren glauben oder so. Keine Ahnung. So, ne, aber dieses, wo, wenn du jetzt irgendwie Pragmatik da irgendwie vermutest, so momentan sehe ich da keine. Ganz im Gegenteil. Die springen halt von einem reaktionären Ding aufs nächste und so weiter. Ist total albern. Es ist mit einer der konservativsten Parteien, die wir haben. Ja. Wirtschaftskonservativ. Also, und auch alles andere. Ja, wobei alles andere sind die anderen auch schlimm. Ich gehe mal weiter. Ja. Und zwar, das ist auch wichtig, ist schon ein etwas älterer Artikel im Nature, ist aber trotzdem wichtig, weil das nämlich zu diesem ganzen Komplex dazu gehört. Da hat man nämlich mal Top-Klimawissenschaftler gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Schaut doch jetzt mal auf die Welt, wo glaubt ihr denn, werden wir denn landen? Also bei wie viel Grad Erwärmung? Jetzt könnte man auch hoffen, die sagen 1,5 Grad. Aber 1,5 Grad haben wir beim letzten in der Glossarsendung ja sehr ausführlich besprochen, warum das wichtig ist und so weiter. Glauben nur noch sehr wenige dran. Die meisten glauben, es ist 3 Grad oder mehr. Und dass das die kataklysmische Höllenerde ist, wissen wir ja alle, die wir regelmäßig dieses Format schauen. Das heißt, das ist halt wirklich
eine Katastrophe. Das Spannende in dem Artikel ist, es ist nicht das Diktum da drin, dass sie sagen, es liegt daran, weil wir die Technologien nicht haben. Es liegt nicht daran, weil wir nicht genügend Geld haben, weil die Leute es nicht wollen und so weiter. Sondern der Grund ist nur, dass die politische Führung nicht willens oder in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da, glaube ich, haben sie einen sehr guten Punkt. Also nicht, dass wir noch weitere Beweise bräuchten, so. Aber die Leute, die uns im IPCC-Bericht die ganze Zeit sagen, hey, die Welt geht gerade unter, die ja auch mit den obersten politischen Entscheidungsträgern immer wieder Berührungspunkte haben, sagen, die werden momentan so nicht entscheiden. Das muss uns ein wichtiges Signal sein. Und dann, um das nochmal abzuschließen, das Dooming, das folgende nämlich, der Hansen-Bericht kam zu Weihnachten raus, da hatten wir ja auch kurz Kontakt gehabt. Ich habe das einer Reihe von Leuten geschickt, die mir das quasi so bestätigt haben als ein, naja, wäre irgendwie furchtbar, wenn es so wäre. Im Kurz geht es quasi darum, ist ein Preprint von diesen ganzen da oben aufgezählten Klimawissenschaftlern, die herausgefunden haben, dass wahrscheinlich man mehr CO2 noch in der Atmosphäre hat als bisher angenommen, also mit Messfehlern zusammen, Untermeldung und so weiter. Also das heißt, diese Geschwindigkeit, mit der wir diese Veränderung machen müssen, haben wir ja gerade eben am Anfang gesehen, die muss sehr, sehr steil sein. Und dieses Papier zeigt eigentlich, dass wenn sich das jetzt bewahrheitet, dass diese Veränderung noch viel schneller sein muss. So. Also nicht, dass wir noch mehr Dooming bräuchten, aber uns muss klar sein, dass dieses, wir sind jetzt schon eigentlich mit dem Rücken zur Wand und jetzt kommt von vorne was und drückt uns quasi ins Gemäuer. Wir können uns nicht erlauben, dazu irgendeine Form von passiver Haltung zu haben. Dazu passt auch eine Meldung, die ich jetzt nicht ganz parat habe, aber so sinngemäß versuche mal wiederzugeben, dass eben auch sehr viele Klimaforscher mittlerweile sagen, diese Berechnungen sind gar nicht mehr so machbar und möglich, weil natürlich diese Verkettung, die wir ganz am Anfang der Sendung ja thematisiert haben, mittlerweile unberechenbarer werden. Also das heißt, all diese Prognosen ist auf einer, sage ich mal, immer noch relativ überschaubaren Datenbasis gemacht und das ist schlimm genug. Und wenn wir uns jetzt hier vorstellen, okay, was fehlt uns eigentlich an Daten, nämlich über die Dynamik und die gegenseitige Aufschaukelung und diese Auswirkungen, kann man sich leider, ist auch wieder schlecht zum Einschlafen heute, aber kann man sich so in etwa vorstellen, was das wirklich am Ende nochmal heißen könnte. Ja. Aber es ist ja so schon schlimm genug, das ist ja das Problem. Wir sind aber ja auch der heitere Familienpodcast und der Lösungspodcast. Und deswegen, da möchte ich jetzt einmal ganz kurz dafür jetzt eine Lanze brechen, wie wir nämlich da rauskommen. Und zwar halt jetzt nämlich diese ganzen Katastrophenkram. Ne? Ja. Wir haben jetzt halt gesehen, jawohl, Katastrophe ist da, sie ist sogar noch größer. Özdemir Vasenet hat dann eben auch noch mal sehr viel dazu erzählt. Und es gibt keinen Zweifel, aber wir werden keinen Akteur jetzt ohne weiteres haben in den Medien, in der Politik oder in der Wirtschaft, die das verändern. So, das wird nicht kommen. Das Einzige, was da hilft, ist,